Herzlichen Dank. Es freut mich enorm, hier zu sein, nicht nur, weil uns als Planer der Bahnstadt Nürtingen die Stadt bereits ans Herz gewachsen ist, einige von Ihnen kenne ich ja bereits, sondern unter anderem auch, weil aufgrund der Qualität der Vorredner und der Aufbruchsstimmung im Saal wir eigentlich nur noch hier arbeiten müssten. Also wir freuen uns enorm auf diesen Prozess. Ich freue mich darauf, diesen Reigen der Referate zu eröffnen. The Industrial City, da geht es um Stadt und Industrie, es geht um die produktive Stadt, aber auch die fleißige Stadt, die Stadt, wo Menschen zusammenarbeiten. Und was toll ist, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ist, dass man immer wieder in Räume kommt, Räume, in denen tolle Menschen interessante Dinge machen. Wie hier im Sitterwerk, Kunstproduktion von Felix Lehner, oder hier bei Freitag das Rezyklieren von Lastwagenplanen zu Taschen. Oder hier ein junger Start-up, der Kaffeemaschinen herstellt in Zürich. Oder dann auch hier in der ETH mit ganz neuen Produktionsmethoden. Und alle diese Dinge geschehen in diesem städtischen Raum, in der Metropolitanregion Zürich, diesem großen städtischen Raum, auch hier in Zürich natürlich eine Region, wie Stuttgart ja auch eine Region ist. Und wenn man da ein bisschen reinschaut, dann sieht man hier, wo die Produktion tatsächlich geschieht, und die ist tatsächlich hier noch immer sehr städtisch. In Blau ist es die Produktion von Wissen, das sind Dienstleister, das sind Ausbildungsorte, und in Rot ist die Produktion von Dingen. Das heißt Manufaktur, Industrie, Gewerbe, produzierendes Gewerbe. Und wenn man da nochmal genauer hinschaut, dann sieht man hier in Rot wirklich ein Abbild der produktiven Stadt. Das sind Orte in der Stadt und um die Stadt Zürich herum, wo tatsächlich noch produziert wird, wo Dinge geschaffen werden. Jetzt ist es aber so, dass durch die Gentrifizierung und durch den Druck auf den Wohnungsmarkt natürlich immer wieder in den letzten 20 Jahren Gebäude wie dieses, das ist eine kleine Gewerbeeinheit mit Wohnen für den Inhaber, Gewerbehalle dahinter, wo produziert wurde, werden abgebrochen, ersetzt durch Wohnbauten. Das geschieht im Kleinen, geschieht aber auch im Großen, wo ganze Areale umgeformt werden durch diesen Wachstumsdruck, den die Stadt natürlich spürt. Und das hieß über die letzten 20 Jahre hinweg, dass alle möglichen Industriebrachen in und um Zürich rum umgebaut wurden, transformiert wurden in Mischnutzungen, hauptsächlich Wohnen rot, Büro blau, sodass in der Summe eigentlich diese 67 Hektar Industriebrachen am Schluss in diesen zwar städtischen Mix umgewandelt wurden, einen Mix, der aber eigentlich keine Produktion mehr enthält. Drum hat die Politik der Stadt Zürich gesagt, stopp, das müssen wir beenden, und hat eine weitere Umzonung und Aufzonung der Industrieareale verhindert. Das sind diese letzten blauen Areale, die jetzt noch IG-Areale sind, Industrie- und gewerbliche Areale, die jetzt noch behalten werden. Und das erlaubt nun eine neue Art der Transformation, eine Transformation von Produktion in eine neue Art der Produktion. Da würde ich gerne drei Projekte, mit denen wir zu tun hatten, vorstellen. Die hellgrauen, das sind andere Projekte, die dann hinten im Horizont der Ostschweiz verschwinden. Das erste Projekt ist die SBB Werkstätten. Da ging es um eine gleisnahe Lokomotivwerkstatt, Waggonwerkstatt, wo die Lokomotiven gewartet wurden, was ganz tolle Geschichten hat, wie zum Beispiel diese Schiebebühne, wo die Waggons verschoben wurden, sodass sie nachher in diese Montagenhallen eingefahren werden konnten. Auf diesem Areal gibt es die unterschiedlichsten Raumtypologien, die eben für diese Wartung und Dienstleistung gebraucht wurden. Und das musste man jetzt umnutzen, eben nicht in Wohnen, das wurde verboten, sondern man musste es umnutzen in gewerbliche Räume, die man heute noch nicht kennt. Und darum haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich unterschiedliche Raumtypen brauchen, Raumtypen, die dann je nach Gewerbe neu zusammengesetzt werden können, also von Labor zu Werkstatt zu Sitzungsräumen, zu Aula-Bereichen, Räumen, die dann in der Summe ein Mosaik von Möglichkeiten bilden, das als Raumgefüge dann eingesetzt werden kann
in dieses Nutzungsgemisch von Zürich, das natürlich darum spannend ist, weil wir einen Hochschulstandort haben, einen Industriestandort, Kreativstandort und auch einen Fachausbildungsstandort. Und mit diesem, in dieses Ökosystem sozusagen bettet sich diese Zürcher Werkstätten ein. Und es bettet sich natürlich auch ein in den städtischen Raum mit Übergangsbereichen, mit Parkbereichen, mit gleisnahen Bereichen, das dann zusammengefügt wird in ein System, wo jetzt plötzlich natürlich auch Leute von außen aufs Areal dürfen, wo unterschiedliche Nutzungen möglich sind, sodass in der Summe dann eben hoffentlich so ein kleines Biotop der lokalen urbanen Produktion möglich wird mit großen, kleinen und ganz unterschiedlichen Betrieben. Im zweiten Projekt ist die Ausgangslage eigentlich diametral entgegengesetzt. Es geht hier um die V-Zug, das ist ein Hersteller von Waschmaschinen, Kochherden, Kühlschränken und so weiter, die eigentlich gerne oder die sich entschlossen haben, auf dem Standort Zug weiterhin zu produzieren, weil sie hier sowohl ihren Markt wie auch ihre Arbeiter haben. Das hieß aber, dass um zukunftsfähig zu werden, das Areal komplett umgebaut werden musste von einem Areal, wo die Industrie hauptsächlich auf einem Geschoss geschieht, in ein Areal, wo die Industrie hier im Norden gestapelt wird und effizienter gemacht wird, wo neue industrielle Firmen angesiedelt werden können und wo zusätzlich dann im vorderen, für sie rechten Bereich dann auch die Stadt hineingelassen werden kann, in einem Bereich, wo dann eben nicht nur Industrie blau geschieht, sondern viele neue Farben möglich werden, Farben eben wie Wohnen, wie Gastronomie, wie kulturelle Bereiche, wie Büro in Hellblau und so weiter und so fort. Sodass in der Summe dann wiederum die Verdichtung eben nicht einfach ein Mehr an Flächen bedeutet, sondern hoffentlich auch ein Mehr an Vielfalt, an Austausch, an Möglichkeiten, die strukturiert sind vom öffentlichen Raum zum Halbprivaten, zu Terrassen, zu Lodgen und so weiter und so fort, sodass ich immer einen menschlichen Maßstab und Bezug habe, obwohl das ganze Gebiet sehr dicht ist. Das baurechtliche Instrument, um das zu ermöglichen, ist ein Bebauungsplan mit sehr hoher Flexibilität. Man sieht hier Baubereiche, die sich sogar überlappen, weil man halt nie genau weiß, was die Industrie, vor allem neue Ansiedlungen, wirklich brauchen. Das braucht auch ein großes Vertrauen zwischen Stadt und Eigentümer. Er ermöglicht dann aber eine Etappierung dieses Umbaus von links heute zu rechts 2045, ein möglicher Pfad, den wir mal durchexerziert haben. Wichtig beim Durchexerzieren ist, dass das Areal immer funktional bleiben muss. Das heißt, die Industrie muss immer laufen. Wir müssen alle Werkleitungen am Laufen haben, wir müssen die Logistikflüsse am Laufen haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen neben der hohen Flexibilität im Bebauungsplan eine sehr hohe Sicherheit in der industriellen Transformation, die dann auch Gebäude hervorbringt, wie diese gestapelte Fabrik mit einem Verwaltungsgebäude im Hochhaus drin, das zum Beispiel so aussehen könnte, und im Innenraum dann eben wiederum Produktion auf mehreren Ebenen möglich machen würde. Das letzte Projekt ist ein Projekt mit Studenten der Harvard University, wo es darum ging, eines der großen Industrieareale in Zürich, hier die Schweizerische Werkzeugmaschinenfabrik links oben in Oerlikon, neu zu bespielen mit industriellen und gewerblichen Nutzung. Ist ein wunderschönes Gelände, wo wirklich in den 50er Jahren investiert wurde in die Präsenz in der Stadt links, aber auch in das Wohlbefinden der Arbeiter rechts, wo natürlich sowohl Rechenmaschinen links wie auch Munition rechts produziert wurde. Das Areal sieht so heute so aus, gehört heute der Rheinmetall, also einer Firma, deutschen Firma aus Düsseldorf. Und die Studenten haben sich dann unterschiedliche Szenarien überlegt, wie man das weiterdenken könnte, das Areal. Ein Szenario, dass man wirklich einfach alles rezykliert, dass man wirklich in Lebenszyklen denkt, die Hallen umbaut, einbaut und dort so Containersiedlungen reinstellen könnte, das heißt billiges, aber wertiges Wohnen
Eine andere Idee ist, dass man auch hier wiederum die Industrie stapelt, auf mehreren Ebenen anordnet, so dass auch das Erdgeschoss eben eine städtische Schnittstelle wird, nicht nur eine abgedeckte Industriefassade, so dass die Industrie wirklich vertikal funktioniert, über dem Grund und sogar hier im Untergrund auch. Ein drittes Projekt hat versucht, als Plug-in-City sich zu verstehen, dass man unterschiedliche Raumtypologien zusammensteckt, so dass sie sich synergistisch ergänzen. Ein letztes Projekt hat dann wirklich über die Flüsse auf dem Areal nachgedacht und hat im Zentrum von diesem Fluss ein produktives Herz, wie sie die Studentin das genannt hat, gesetzt. Eine Fabrik, wo sehr unterschiedliche Dinge hochautomatisiert hergestellt werden können, das organisiert ist um eine vertikale Logistik, wo Flüsse über unterschiedliche Stockwerke möglich sind, wo aber auch Beratung möglich ist für Leute, die was produzieren möchten, die dorthin kommen in diesem Innovationspark drin, um sich beraten zu lassen. Es hat Logistikbereiche im unteren Geschoss und rechts auch einen Eventbereich und oben eine Dachterrasse und auch Photovoltaik, das Ganze eingebettet in dieses industrielle Areal. Als Zusammenfassung für diesen kurzen Einblick in die produktive Stadt oder the industrial city, wie wir es nennen, mit dieser Doppeldeutung auch der fleißigen, der zusammenarbeitenden Stadt, ist es wichtig, über flexible Planungsinstrumente nachzudenken. Die Industrie muss sich bewegen, atmen können, über flexible Typologien auch, obwohl hochspezifische Nutzungen hineinkommen, schrittweise Entwicklung, Einbildung von Nutzen, effizientes Bauen und Nutzen von Bestand, weil die Renditen in diesen Industriearealen sind geringer als zum Beispiel im Wohnbau. Wichtig auch der tiefe Landpreis, dadurch, dass man eine Landpreisaufwertung verhindert, dadurch, dass das Industrieareal eben in der Industriezone bleibt. Und es wird sehr, sehr, sehr viel Innovation brauchen in Logistik, Energie, Planung, Betrieb, Mobilität und so weiter, wo wir natürlich erst am Anfang stehen. Und das Ganze, und da wird es spannend, ist eingebettet natürlich in ein neues Denken über die Stadt, das zu tun hat mit den Genossenschaften, mit Urban Farming, mit einer neuen materiellen Kultur, mit neuen Mobilitätsformen, vertikaler Industrie, Industrie 4.0, neuen Logistikkonzepten und vielleicht schaffen wir es auch mal irgendwann über Wirtschaftssysteme uns Gedanken zu machen. Herzlichen Dank.